aber es kommen noch sehr viele gute Springer nach ihm. 9,95, das ist natürlich sehr viel für die kleine Tatjana Gutsu. Nun muss die älteste Turnerin und die erfahrenste Turnerin aus der sowjetischen Riege beweisen, dass sie heute noch einmal nach Gold greifen kann. Das ist ihr Wille zumindest, das hat sie angekündigt, Svetlana Baginskaya. Es wird sehr, sehr schwer. Zweite im Mehrkampf war sie. Am ersten Finaltag nur in Anführungszeichen. Fünfte beim Sprung. Am Stufenbarren verzichtete sie. Konzentriert sich ganz auf dieses Balkenfinale und dann noch auf Boden. Mit gestärktem Selbstbewusstsein, nicht nur im Wettkampf, sondern auch in ihrem Auftreten hier in Indianapolis, will sie unbedingt heute beweisen, dass man mit ihr noch rechnen kann. Denn hier haben sich die sportlichen Typen eigentlich der Turnerinnen, wie Smeskal, wie Miller, aber auch wie Lysenko und wie Gutsu, doch ein wenig mehr in den Vordergrund geschoben. Und sie haben vielleicht gestern erlebt, wie eine noch viel kleinere Turnerin am Stufenbarren aus Nordkorea für Aufsehen sorgte. Eine sichere Übung in jedem Fall. Es sieht alles ein wenig weicher, graziöser aus. Ein ganz anderer Stil. Und sie wollte den Titel verteidigen von Stuttgart. Das ist nicht gelungen, denn Kim Smeskal, sie wurde erstmals, kommt eine